Nachdem in Part 1 und 2 extrem hohe Kills gezählt wurden, schauen wir uns heute mal an, was wir in Part 3 erreichen. Yo, Meliodas wieder am Start. Heute werden wir einige coole Charaktere aus verschiedenen Anime sehen, die mächtig viele auf den Gewissen haben. Okay, nicht alle, aber auf den oberen Plätzen geht's schon einigermaßen ab. Folgt mir gerne auf Instagram, denn dort mache ich manchmal Umfragen, falls mir mal kein Charakter einfällt. Und da könnt ihr gerne mal einen Anime-Charakter raushauen, der noch nicht in der Liste vorgekommen ist. Spoilerwarnung geht natürlich auch raus, falls ein Charakter vorkommt, zu dem ihr nichts wissen wollt. Einfach Pause drücken und dann vorspulen, bis der nächste Charakter kommt. Der erste Charakter in der Liste ist Wiz. Ihr habt ihn bestimmt im Thumbnail gesehen und gedacht, oh, bestimmt krass viele Kills. Aber wie ihr wisst, beginnen wir dieses Format immer mit einem Charakter, der sehr wenige Kills hat und dann steigern wir uns stetig. Wiz hat ganze 0 Kills. Was ein Engel, der Typ. Habt ihr verstanden? Engel. Ja, da tritt mich doch! Bravo. Naja, immerhin lacht Vegeta. Whis könnte zwar, wenn er wollen würde, das ganze Universum pulverisieren, jedoch verbietet es sein Engelskodex, sich in die Angelegenheiten der Sterblichen einzumischen. Naja, eigentlich nicht nur der Sterblichen, sondern allgemein darf Whis sich nirgendwo einmischen, wenn es einen Konflikt zwischen Gut und Böse gibt. Nicht einmal, wenn das ganze Universum ausgelöscht werden könnte. Was nämlich passiert, wenn ein Engel sich diesem Gesetz widersetzt, haben wir an Merus sehen können. Der nächste Charakter, Arlong. In der Welt von One Piece wird nicht viel getötet. Man besiegt seine Gegner dort eher. Nichtsdestotrotz gibt es Charaktere, die Menschen extrem hassen, wie zum Beispiel eine Gruppierung der Fischmenschen. Arlong spaltete sich von den Sun Pirates und gründete seine eigene Piratencrew, mit der er im East Blue Angst und Schrecken verbreitete. Kein Mensch war mehr sicher. Seine Tötungsbilanz wird daher auf ca. 50 Menschen geschätzt. Klingt zwar wenig, aber in der Welt von One Piece ist das schon eine ganze Menge. Der nächste Charakter ist Minato Namikaze. Er hat schon allein im dritten Ninja-Krieg über 1000 Leute im Alleingang ausgeschaltet. Da Kriege halt immer eine Ausnahmesituation bilden, wird er in seiner restlichen Lebenszeit wahrscheinlich keine 1000 weiteren Kills gesammelt haben und damit auch nicht die 2000er-Marke geknackt haben. Aber mehr als 1000 hat Minato sicher. Ist ja auch nicht allzu schwer, wenn man eine der overpoweredsten Fähigkeiten hat, die man haben kann. Mit seinem Hiraishi no Jutsu kann er sich einfach mal überall hin teleportieren, wo auch immer er eine Markierung hinterlassen hat. Damit hat er den Überraschungsmoment auf seiner Seite und kann wirklich aus jeder Ecke geschossen kommen. Man würde wahrscheinlich nicht mal mitbekommen, wie man gestorben ist. Daher sagten andere Dörfer zu ihren Ninjas immer, seht ihr Minato, lauft weg. Als ob das so einfach wäre. Der nächste Charakter ist All for One aus My Hero Academia. In der Welt, wo Superhelden die Welt vor den Super-Schurken beschützen müssen, ist All for One der Bösewicht schlechthin. Nicht nur, dass er schon locker flockig die 100 Jahre plus geknackt hat, sondern auch mit gefühlt genauso vielen Fähigkeiten hat er die Unterwelt stets im Griff. Dabei tötet er schon so einige Superhelden, doch nicht nur das. Bei seinen Angriffen wird viel Zerstörungskraft freigesetzt. Dabei ist es ihm völlig egal, wie viele Zivilisten daran glauben müssen. One for All ist ein wirklich skrupelloser Charakter, der gerne mal andere Menschen ausnutzt und wie ein Puppenspieler einfach nur die Fäden aus der Dunkelheit zieht. One for All hat mehrere tausend Menschen auf dem Gewissen. Kommen wir zu Accelerator aus Tuaro Majitsu no Index. Accelerator ist der erstplatzierte Level 5 und somit zugleich der stärkste Esper, der in Academy City lebt. Esper bedeutet hier einfach so viel wie Fähigkeitennutzer. Er ist der zweite Protagonist der Serie und startete eigentlich erstmal als Antagonist. Doch nachdem er von Kamijo besiegt wurde, bekam er die Rolle des Protagonisten. Nun lastet auf ihm eine Menge Verantwortung. Doch wie das Schicksal so will, kommt auch er in Bedrängnis und schlussendlich hängt sein Leben von den Sisters ab. Klone, die er damals zu Abertausenden abgeschlachtet hat. Accelerator hat damit ca. 10.500 Gegner eliminiert. Der nächste Charakter ist Zeno Soldig aus Hunter x Hunter. Die Soldigs sind in Hunter x Hunter dafür bekannt, eine Familie voller professioneller Attentäter zu sein. Ihr könnt euch also schon denken, dass die Mitglieder der Familie alle ziemlich viel getötet haben. Zeno hat locker 25.000 oder mehr Gegner kalt gemacht. Man kann also sagen, dass er seinen Job schon ziemlich gut macht. Wenn man nämlich bedenkt, dass Killua gerade einmal 11 Jahre alt war, als wir ihn zum ersten Mal gesehen haben und er so extrem easy seinen Gegnern das Herz rausreißen konnte, dann kann man sich schon vorstellen, was bei den ganzen Erfahrenen dieses Clans abgeht. Die Mitglieder werden also schon als Kinder darauf trainiert zu töten. Zeno ist ca. 67 Jahre alt. Sagen wir, er hat mit 10 Jahren angefangen zu töten. Dann hat er einfach mal 57 Jahre Zeit,
Gegner kalt zu machen. Da kommt schon einiges zusammen. Wie gesagt, es sind Minimum 25.000, könnten aber noch viel mehr sein. Die Dunkelziffer kennt man nicht. Kommen wir zu Aaron Yero aus Bleach. Er trägt die Nummer 9 der 10 Espada-Mitglieder. Man sagt, je kleiner die Zahl, desto stärker das Mitglied. Aaron Yero war ein wirklich sehr schwaches Wesen, doch seine Fähigkeit hatte so großes Potenzial, dass er einfach mal ein Espada wurde, was die Armee Eisens war. Keinesfalls würde Eisen Schwächlinge aufnehmen. Während andere Hollows sich gegenseitig fressen, um stärker zu werden, hat Aaron Yero die Fähigkeit, andere Hollows komplett zu absorbieren und so nicht nur ihre Kraft dazu zu bekommen, sondern auch ihre individuellen Fähigkeiten. Sobald diese Absorption vollführt wurde, ist Aaron Yero dazu fähig, willentlich jeden Aspekt von ihnen zu manifestieren, sogar ihre physische Form. Das ist auch der Grund dafür, dass Aaron Yero, obwohl er bloß ein Gillian war, zum Espada werden konnte. Durch einige ungewöhnliche Verkettungen von Ereignissen konnte er so die Shinigami-Kräfte von Kaien Shiba erlangen, indem er Metastasia absorbierte. Er absorbierte insgesamt 33.650 Hollows. Der nächste Charakter ist Cell aus Dragon Ball. Cell ist ein durch Dr. Geros Computer erschaffener Cyborg und besitzt die Zellen der Z-Krieger sowie die von Freezer und King Cold. Er möchte zu einem vollkommen perfekten Wesen werden und benötigt daher Unmengen an Energien und die beiden Cyborgs C17 und C18. Er kommt aus Trunks Zukunft und fliegt mit dessen Zeitmaschine in die Vergangenheit, weil in seiner Zeit die beiden Cyborgs nicht mehr vorhanden sind. Cell musste sich erstmal durch verschiedene Stadien seiner Entwicklung schlagen. Denn vom Embryo bis hin zur Larve, bis dann schließlich zum perfekten Cell, dauerte es eine Weile. Cell brauchte Energie, um sich weiterzuentwickeln. Dabei tötete er ca. 50.000 Menschen und Cyborgs auf seinen Werdegang, das perfekte Wesen zu werden. Denn als die Z-Krieger unter anderem Piccolo nach ihm Ausschau hielten und die Großstädte abklapperten, waren diese Metropolen totenstill und mit ausgetrockneten Leichen übersät, das Cell alle ausgesaugt hat. Im Manga steht, dass es in die Zehntausende ging. Das heißt, es könnten 20, 30, 40.000 oder viel mehr sein. Habe deshalb einfach den Mittelwert zwischen 10 und 100.000 genommen. Kommen wir damit zu Kaguya Otsutsuki. Sie ist der Endgegner bei Naruto Shippuden. Die Otsutsukis reisen von Planet zu Planet und pflanzen dort die Saat des Jubi. Der dient als Sämling für den entstehenden Götterwurm, der dann alles Chakra eines Planeten aufsaugt, um somit die Chakrafrucht entstehen zu lassen. Das dient dann als Powerboost-Nahrung für ein Otsutsuki. Dabei bohrt sich der Baum bis hin zum Zentrum eines Planeten und von da aus weiter über den ganzen Planeten. Somit wird jeder Ort auf dem Planeten erreicht und alles beginnt zu sterben. Ja, Planeten, Planeten, Planeten. Doch Kaguya nahm nicht direkt den kompletten Planeten. Wie oft will ich eigentlich noch Planeten sagen? Egal. Kaguya nahm nicht direkt den kompletten Planeten auseinander, weil es einfach nicht ihr Ziel war. Sie wollte eigentlich nur Frieden und floh daher. Doch sie hatte Angst vor Rache ihres Clans, die Menschen, die sie aufgesorgt hat, als Armee einzusetzen. Diese Armee ist bekannt als Weiße Zetsu. Sie generierte damit so ca. 100.000 Weiße Zetsu, die dann sogar später von Obito und Madara im 4. Shinobi-Krieg eingesetzt wurden. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Zetsu extrem alt waren, deren Wirte waren also schon längst tot. Zur Kaguyas Zeit wären die Weißen Zetsu mit Sicherheit viel stärker gewesen. Und schon wieder ein weibliches Wesen. Die nächste ist nämlich Neferpito aus Hunter x Hunter. Pito ist eine Chimäre-Ameise und eine der Wächter von Meruem, dem König der Chimäre-Ameisen. Sie ist so extrem stark, dass sogar Top-Hunter wie Kite erledigt werden, ohne dass Pito überhaupt Schaden davon trägt. Im Manga wurden die Kills der drei Wächter und Meruem genannt, beziehungsweise impliziert. Bei Pito haben wir zunächst Kite. Dann 12.905 der östlichen Gordo-Armee-Krieger, die sie als Marionetten genutzt hat. Dann kamen noch 478.594 Menschen, die sie mit ihren Puppen für die Selektion getötet hat. Damit kommen wir auf insgesamt 491.500 Kills auf ihrem Konto. Gar nicht mal so wenig. So, jetzt kommen wir dann auch zu Lichtbach aus Plunderer. Er gilt als der stärkste Baron seines Ranges. In Plunderer gibt es sogenannte Counts. Die zählen alles Mögliche, zum Beispiel Schritte, die man gegangen ist, Anzahl der Komplimente, die man bekommen hat, aber auch im Kampf in Kombination mit einem Ballet wird der Count sehr nützlich. Denn damit kann man die Stärke einer Person messen. Licht hat zwei Counts, einmal minus 1002 auf der linken Hand und auf der rechten 5700. Ja gut. Sieht ganz okay aus. Das Problem ist halt nur, dass später rauskommt, dass das gar nicht Lichts ursprünglicher Ballet war. Ach, und diese minus 1002 Counts auf der linken Hand spiegeln wieder, wie oft ein Mädchen ihm nahe gekommen ist. Ich fühle mit dir, Licht. Wie dem auch sei, die Counts waren also völlig falsch. Lichts wahrer Count beträgt so um die 3 Millionen. Einfach mal 3 Millionen auf dem Gewissen.
Normal, dass du da keine abkriegst, Bro. Was willst du dir beim ersten Date auch großartig erzählen? Wie du deinen Gegnern die Gedärme aus dem Arsch gezogen hast? Gut, damit sind wir auch fast zum Ende dieses Videos angekommen. Der letzte Charakter ist der Demon King aus Nanatsu no Taizai. Er ist der Herrscher der Unterwelt und der Boss des Dämonenclans. Mehrere Rassen, unter anderem Dämonen, Engel, Feen, Menschen, Riesen, Vampire und, bekriegen sich seit Jahrtausenden. Was soll da wohl rauskommen, außer Milliarden von Toten auf dem Nacken vom guten Demon King? Wie gesagt, abonniert mich auf Insta und liked das Video, wenn ihr bis 10 zählen könnt. Ich bin raus, ich melde mich.